Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Close-Up hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper, und heute geht es um Tom Hanks. Thomas Jeffrey Hanks kam im Juli 1956 in Concord, Kalifornien zur Welt. Verrückterweise ist Tom Hanks ein entfernter Verwandter des 16. US-Präsidenten Abraham Lincoln, der den amerikanischen Bürgerkrieg gewann. Und schon früh war Hanks an der Schauspielerei interessiert. Neben der Highschool besuchte er nebenbei Kurse und besuchte in seiner Freizeit oft das Theater. Da lag es natürlich nahe, das Schauspiel zu studieren. Er kam aus einem schwierigen Familienhaus. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er noch recht jung war. In Cleveland arbeitete er ein paar Jahre am Theater. So konnte er auch die Arbeiten hinter den Kulissen kennenlernen, beispielsweise das Bühnenbild, also wie man das Bühnenbild gestaltet oder wie man Beleuchtung richtig setzt. Zudem spielte er auch und gewann sogar einen lokalen Kritikerpreis als bester Hauptdarsteller, aber für die großen Jobs musste er in eine der Metropolen ziehen und so ging es dann für ihn nach New York. In den 14 Jahren bis zu seinem großen Durchbruch 1993 spielte er verschiedenste Rollen in Serien und Sitcoms, etwa die Hauptrolle in Bosom Buddies. Darin spielte er einen Mann, der sich regelmäßig als Frau verkleiden muss, und zudem versuchte er sich in einigen Haupt- und Nebenrollen in verschiedenen Filmen. Zwar spielte er sich 1993 dann mit Schlaflos in Seattle schon völlig in die Öffentlichkeit, aber die Rolle des an AIDS erkrankten Andrew in Philadelphia machte ihn zum Star und brachte ihm nicht nur schlagartig große Berühmtheit ein, sondern auch einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Und es ist ein unglaublich guter und ziemlich trauriger Film. Seine Dankesrede übrigens, in der er einem schwulen Lehrer dankte, führte zum Film In and Out, in dem ein Lehrer bei einer Danksagung geoutet wird. Die Erfolgswelle ebbte aber nicht ab. Nein, mit Forrest Gump setzte er ein Jahr darauf sogar nochmal einen drauf und gewann 1994 direkt seinen zweiten Oscar in Folge. Das schaffte vor ihm nur ein einziger anderer Schauspieler, nämlich Spencer Tracy. Und ich glaube, ich muss euch an dieser Stelle nicht erklären, wie dieser Film ist. Das mit dem Leben und der Pralinenschachteln und den 95.000 Schrimpgerichten kennt so gut wie jeder. Ein absolut sehenswerter und gegen Ende auch unglaublich trauriger Film. Grandios und ein Film, der sowieso schon sehr viele Fans hat. Für Forrest Gump wurde Tom Hanks übrigens nicht bezahlt. Nein, er ging auf Risiko und wollte Anteile des Einspielergebnisses. Und das hat sich voll ausgezahlt, denn er verdiente mit dem Film insgesamt 40 Millionen US-Dollar. Tom Hanks hatte daraufhin viele gute Filme, in denen er die Hauptrolle spielte. Eine Paraderolle von ihm ist der Normalo, der einem heftigen großen Problem gegenübersteht. Neben Hauptrollen in Filmen wie Apollo 13 synchronisierte er auch den beliebten Cowboy Woody in Toy Story, und seine Rolle als Captain Miller in Der Soldat James Ryan konnte zwar für ihn keine Preise einsammeln, der Film an sich gewann aber 5 Oscars und Steven Spielberg erhielt einen für die beste Regie. Basierend auf der Buchreihe von Stephen King war The Green Mile ein sehr berührender, erfolgreicher und beliebter Film, ein mitreißend erzähltes Meisterwerk, in dem Tom Hanks auch wirklich eine grandiose Rolle spielt. Und Schauspieler müssen ja oftmals ihr Äußeres für ihre Filme ändern. Bekannte Namen sind da zum Beispiel Christian Bale für Der Maschinist oder Ben Kingsley für Gandhi oder etwa Chris Pratt, der ja auch die ganze Zeit ab und zugenommen hat. Und Tom Hanks hingegen nahm für den Film Castaway verschollen 20 Kilogramm ab, um den gestrandeten FedEx-Mitarbeiter authentisch darstellen zu können. Eigentlich ziemlich mutig von FedEx. Hanks war übrigens zugleich Produzent des Films. Und nach Splash von 1984 und Joe gegen den Vulkan 1990 war Castaway der dritte Film, an dem Tom Hanks an einer Küste strandet. Für die HBO-Kriegs-Miniserie Band of Brothers – Wir waren wie Brüder trat er als Produzent und Autor auf und kugelte sich beim Location-Scouting auch direkt mal die Schulter aus. Road to Perdition folgte 2002 und da zeigte Tom Hanks, dass er echtes Talent am Klavier besitzt, und mit Catch Me If You Can erschien im selben Jahr ein ebenfalls absolut großartiger Film, der auf wahren Begebenheiten basiert, nämlich auf dem Leben des Trickbetrügers Frank Abagnale. 2004 spielte er in 3 Filmen mit, in dem Remake The Lady Killers. Darin spielte er einen gewieften Bankräuber, der zusammen mit seiner Bande einer Vermieterin vortäuschen muss, ganz brav zu sein. Terminal, der Film über den Mann, der auf einem Flughafen lebt. Und der Polar Express, Robert Zemeckis' Film, über den wir in unserem Special über Uncanny Valley schon gesprochen haben. Leider haben diese 3 Filme nicht das Niveau der vorherigen. Insbesondere so ein Film wie Der Polar Express ist schlichtweg nicht vergleichbar mit so großartigen Filmen wie Philadelphia, The Green Mile oder Big. In der Zwischenzeit feierte Dan Brown mit seinen Büchern große Welterfolge und die verkauften sich wie geschnitten Brot. Und da mussten natürlich Verfilmungen her und seine ersten 3 Da Vinci Code Bücher, nämlich Sakrileg, Illuminati und Inferno, wurden verfilmt.
Der Simologe Robert Langdon löst einige Geheimnisse und rettet die Welt. Und in den Verfilmungen spielt Tom Hanks die Hauptrolle und weiß auch da zu überzeugen, wobei die Filme eher von der Story als der schauspielerischen Leistung leben. Und der dritte Film befindet sich gerade in der Produktion. Die Wachowski-Geschwister sind seit der Matrix-Trilogie eine wichtige, eine große Größe der Filmwelt, schaffen sie doch sehr intelligente, vielschichtige und packende Meisterwerke. Und 2012 kam mit Cloud Atlas ein Werk in die Kinos, das die Meinungen sehr spaltete. Interessant ist er aber auf jeden Fall. Und neben seinen vielen Synchronsprecherrollen als Woody für die Toy Story-Filme, als auch die ziemlich vielen Toy Story-Kurzfilme, übernahm er auch die Rolle des Walt Disney in der Entstehungsgeschichte des Disney-Klassikers Mary Poppins. In Saving Mr. Banks wird die wahre Geschichte hinter der Entstehung des Films erklärt und was die Hintergründe waren und wie schwierig die Arbeit teilweise war. Ein schöner Einblick in die Disney-Welt der 60er Jahre mit sehr viel Liebe zum Detail. Und wer weiß, vielleicht gibt es bald hier auf der Filmfabrik sogar mal eine Folge Close-Up über Walt Disney höchstpersönlich. Eine von Tom Hanks besten schauspielerischen Leistungen der letzten Jahre war aber auf jeden Fall seine Darbietung in Captain Phillips, die Geiselnahme seines Containerschiffes und dann von sich selbst. Basierend auf einer wahren Begebenheit spielt Hanks als Captain wirklich extrem authentisch und der Film wurde für einige Oscars und Golden Globes nominiert, konnte am Ende jedoch keinen der Preise einsammeln. Tom Hanks gilt übrigens als großer Fan von Schreibmaschinen und sammelt sie wie verrückt. Und 1966 wurde ein Asteroidengürtel entdeckt, der ihm zu Ehren Tom Hanks genannt wurde. Das passt wie die Faust aufs Auge, denn Hanks ist großer Verfechter der Erforschung des Weltalls und auch ein waschechter Star Trek-Fan. Und seit 2009 ist er außerdem Vizepräsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, also kurz der Academy, die ja vor allem für die Vergabe der Oscars bekannt sind. Und wie immer möchten wir euch nicht ohne ein Zitat entlassen, diesmal aus The Green Mile. Ich glaube, manchmal holt dich die Vergangenheit ein, ob du es willst oder nicht. Hat euch das Close-Up zu Tom Hanks gefallen? Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was wir vergessen haben und was eure Lieblingsfilme von Tom Hanks sind und klickt ansonsten mal hier oben rechts für unser großes Special zu der Marsianer. Ich war nämlich bei der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation und habe echte Astrophysiker und Astronauten über der Marsianer ausgefragt. Sehr sehenswertes Video. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen hier auf die Filmfabrik, zum Beispiel morgen bei den Film-News mit mir, dem iPad.